Da war gerade der Rabe. Falls es niemandem aufgefallen ist. Das war gute Musik. Aber ich muss nur hier dem Spiel. Schauen wir mal. Jedenfalls geht's jetzt offiziell los. Die Prequel ist vorbei. Zur zweiten Episode. Ich glaube, jetzt kriegen wir noch Stress mit unserem Stiefvater. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Ja, awesome. Wir haben eine Nachricht von Rachel. Mein Fehler war es wert. Rachel ist scheiße. Das Treffen war echt das letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Das müsste soweit alles gewesen sein. Einiges so scheiße. Oh la, wir haben jetzt so viel Neues. Ich habe es ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super, du warst zur Spionin geboren. Du springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Haha, währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wales sehen. Reimt sich sogar. Ja, mein Fehler. War's wert. Und jetzt das, was wir gerade gelesen hatten. Okay. Wir haben... ABF-Warnung. Acadia Bay... Fire? Eigentlich müsste das FD heißen, ne? Nicht FB. Fire Department? Von Wales. Mitglieder der Blackwood-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Wald in der Umgebung von Culmination Stadtspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Acadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwood Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie von oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport oder außerschulische Aktivitäten zu diesem Wochenende zu ignorieren. Feuerwehr. Einmal in Neuigkeiten zum Feuer. Acadia Bay Forst. Ah, Forstbehörde. Im Englischen? Ah, wahrscheinlich, weil es im Deutschen ist. RABFB. Okay. Acadia Bay, Oregon. 22 PST, Samstag, 8. Mai 2010. Aktiver Waldbrand der Klasse D. Nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Sie örtliche Medien für Straßenschließungen. Spanisch war scheiße. Dem. Bestehe ich nur mit Glück? Oh, lo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was. Okay. Hast du die Milch? Nee, achso, das kennen wir schon, oder? Heilige Scheiße, hast du Reds SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Es geht um das Theaterstück. Ja, um den Sturm. So. Wie viel haben wir denn mit Mama Neues? Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin, Dr. Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe? Chloe? Chloe Elizabeth Price. Du kannst mich ignorieren, aber wenn du nach Hause kommst, knallt es. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht's dir gut? Chloe, bitte! Mir geht's gut. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder, Chloe? Wirklich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Latein hatte ich auch in der Schule. Sogar mein Latinum. Ziemlich nice. James und Rose. Du kannst normalen Leuten nicht trauen. Fuck Rachel. Ihr Vater scheint die normalste Person der Welt zu sein, aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Staatsanwalt der Stadt, weshalb Rachels Familie nach Orange County gezogen ist. Trotz seines Berufes verhält James sich nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzvollstrecker. Ungleich manch anderer möchte gern Vaterfiguren, die ich kenne. So ein Schiefvater. Rose, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung. Offensichtlich. Sie liebt Rachel und James wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt? Ich hätte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater als einen Toten. Feels bad, man. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way Real Max did. Der 5., 7., 5.
der hier war noch neu. War der hier auch noch neu? Gott, wo haben wir denn aufgehört? Dachte ich mir, ich schreibe einen ganzen Sonett. Dann habe ich erkannt, dass Reim Hartz nicht wirklich auf Rachel reimt. Was mir passend erscheint. Max, mit dem ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir, ich schreibe dir einen Sonett. Dann habe ich erkannt, dass Reim hart ist und sich nicht wirklich auf Rachel reimt. Was mir passend erscheint, schließlich habe ich noch nie jemanden wie Rachel getroffen. Mit Rachel ist alles eine Art Spiel. Ich musste mein Talent zum Schlosserknacken benutzen, um meinen Fernglas zum Funktionieren zu bringen, nur um Leute im Park auszuspionieren. Okay, reimt sich doch nicht mehr. Dachte gerade. Rachel war zum Totlachen, als sie sich Dialoge für sie aussachte. Ich habe mich gut gehalten und selbst einen Speedwalker in engen Shorts verarscht. Nachdem wir einen alten Pärchen beim Rumgelutschen zugeguckt hatten, beschloss Rachel, dass es Zeit wäre, nicht mehr nüchtern zu sein. Wir tüftelten also einen Plan aus, zwei Yuppie tatsächlich, Picknicker in ihrem Bein zu klauen. Und weil es Rachel ist, umfasste der Plan ausführliche Schauspieler mit mehr Improvisation meinerseits. Meine Schauspielkunst ließ einen Stich. Zum Glück kann ich gut zugreifen und flitzen. Mit unserem mühsam verdienten Wein im Schlepptau reisten wir weiter zu mehr Spaß und Spielen. Glaube die unnüchtere. Aber das hier hatten wir schon. Mancher Lügensektor, ja. Hatten wir schon, definitiv. Max, ich raff es einfach nicht, kein Stück. Erstmal hast du auf Chloe versautes und weiterhin keine Freunde gesetzt? Hoffentlich. Wie habe ich es versaut? In der einen Minute habe ich den besten Tag meines Lebens. Im nächsten Moment gestehe ich ihr meine Gefühle wie ein Trottel, der eine Cheerleaderin zum Tanzen einlädt. Und sie hat mich abgewiesen, was auch sonst. Aber das ist noch nicht alles, denn kaum ist Rachel davongestürmt, finde ich ein Auto. Das verfluchte Auto meines toten Vaters. Ich werde richtig zerbrochen und hässliche Erinnerungen daran, wie mein Leben mal war. Also habe ich zugeschlagen, offensichtlich. Und bin dann umgekippt und habe von Papa geträumt, der mir gesagt hat, ich sollte Rachel im Park finden und von Rachel, die sich selbst in Brand setzt. Aber genug von mir. Wie war dein Tag, Chloe? Die verdrehte, zerbrochene und hässliche. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich lese es nicht mit der richtigen Tonlage vor. Aber müssen wir durch. Max, wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Welch und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben es satt. Bye bye, Bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden, wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. In vage, verwandten Neuigkeiten würde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Ausführung aufgeschlossen wird. Ich sollte unglücklich damit sein, Schulabbrecherin zu sein. Aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. So, wir sind durch mit dem Buch. Ja, kriegen wir unsere Steuerung, um uns zu bewegen. Ich glaube, hier kommen wir zu Fuß nicht runter. Laufen werden wir wie immer nicht. Three guesses whose bike this is. And they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Noch ein Auto. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. So, können wir uns das Auto hier auch angucken? Nein. Bigfoot. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Ja, ich schätze, wir können hier aber nichts mit Graffiti anmalen, ne? Genau, schauen wir mal kurz hier vorne hin. Ne, hier können wir auch nichts, okay. Wir können da hinten noch viel rum. Oh, eine drogenfreie Zone. Ja, Mensch. Man, why didn't anyone tell me okay, ich hab's verstanden. Aufgeschlotztes Schloss. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Ankündigung. Max would have loved this shit. Several new causes. Okay. Ist auch nicht so wichtig. Und Schlagloch. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Stimmt, wir kriegen jetzt kein Geld mehr, tatsächlich. Ich finde es das interessant, dass man hier Geld bekommt, um zu studieren. No joke. Still can't believe Rachel started it. Ja, sie hat es doch nicht mit Absicht getan. Muss man auch mal sagen. Ist Elliot? Fahrrad? Nee, aber hinten war noch was, ein Zigarettenstummel. But whenever I needed to bum one,
No one here smokes. Nö. Fuck this place. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Juhu. Können wir es abreißen? Was sind wir? Nee, können wir nicht. Schade. Reden wir mit Elliot. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten. Until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Okay. Okay. Oh. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Oh, right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterwards? Hm, haben wir bekommen. Boah. Weißt du, weil die Frage war eigentlich, ob wir die Nachricht bekommen haben wegen Abhängen. Und das deckt jetzt nicht mit meinem Informatiker-Dasein, weil ich jetzt eigentlich ja sagen müsste, ja, ich habe sie gelesen oder nein, ich habe sie nicht gelesen. Aber hier meint sie jetzt tatsächlich, ja, wir hängen vielleicht ab oder nein, wir hängen nicht miteinander ab. Ja. Das ist so mega nicht die Antwort auf die Frage, aber gut. Ja, vielleicht schauen wir mal. Ja, I mean, I'm not really big on making plans, but maybe. Cool, cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. So, das Auto können wir nicht. Hier bestimmt nochmal, ne? Das sieht so aus. Pisshead much? That has to be Skip's car. Sticker. My other vehicle is drama. Rachel, was? Da können wir auch nicht mehr anmalen, ne? Na, ja, schade. Ja, haben wir doch was gefunden hier. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. Aber. If I feel like it. Nur mal einen Blick auf die Academy werfen. Und jetzt. It's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which. Merkst du es halt. Chloe, your mother and I have been talking. Können wir das bitte später machen? Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Oder was? Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Das ist eigentlich nichts falsch daran, ne?
im Diner zu arbeiten? There's nothing wrong with waiting tables, Mom. Chloe, I'm proud to wait tables because it means you can be whatever you want to be. But what is that, Chloe? What do you want? Maybe... I don't know yet. Maybe you've had long enough to figure it out. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Boah. Mann, da macht's doch immer wieder nur Scheiße, ey. Ich meine, wir haben ja versucht, freundlich zu sein. Dass wir so nachdenken, ist immer schon mal das richtige Zeichen, finde ich, aber ich glaube, wir versuchen es mal, oder? Wir vergeben dem noch eine Chance. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Good. Let's go, Chloe. Quit stalling. Darf ich kurz reden, oder geht's weiter? Sehr gut. Ich finde es, weil eine Sache wollte ich schon gerade ein, ich finde es so schön, wie sie einfach abusing mit konsumieren übersetzt haben und nicht mit missbrauchen. Weil was nämlich, um das mal klarzustellen, was David nämlich eigentlich gerade gesagt hat, ist, dass sie sicherstellen wollen, dass wir Alkohol und Drogen nicht missbrauchen. Aber in der deutschen Übersetzung Untertitel war es halt, die wollen sicherstellen, dass wir es nicht konsumieren. Und konsumieren ist nicht missbrauchen. Ja. Aber okay, da wir es ja versuchen wollen, müssen wir wohl darüber einwilligen. Fine. You wanna see my shit so badly? Mal sehen, ich will selber nicht, was wir dabei haben. Unseren Joint ja nicht. Ein Stift, Zigaretten, Feuerzeug, Katzenfoto, Handy, Schlüssel. Was haben wir jetzt noch hingepfeffert? Ooh, Weed! Oh no! The horror! Happy? It's marijuana, all right. No, Chloe, I am not happy. But I am relieved that you came clean. I hope this can be the beginning of a new chapter for us. Wir haben nur ein Problem, jemand von uns will noch Geld haben. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. Boah, ich muss ja vertreten für Chloe kotzen. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Worüber das da einzieht? Mann, wie ich will. Das ist so mega nicht Chloe-like, dass wir jetzt auf alles irgendwie noch eingehen. Und jetzt die ganze Schuld noch auf uns nehmen, aber. Ich bin zu gutherzig, um Chloe zu sein. Weil nach all dem, was wir bereits getan haben. Wir haben bereits schon Sachen getan, also alle Sachen getan, die Chloe nicht. Wobei, wir wissen nicht, wie es damals war. Ja, wir schmieren es ja gerade nach. Wir wissen nur, dass die schlecht miteinander waren.
also bevor wir hier angefangen haben und als wir mit Max hierher kamen, wissen wir, was schlecht zwischen Chloe und David war. Ich weiß nicht, ob sie es zwischenzeitlich halt versucht hat, zumindest aus Life is Strange an sich. Und das spielen wir jetzt halt nach. Ich hoffe einfach mal darauf, dass irgendwo noch der Twist kommt, dass David richtig versaut. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. Das stimmt. I've been shutting you out even though I've needed you and you need me and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Wollen wir nicht unser Handy mitnehmen? Man, das Licht da noch, ne? Hey! There is no home. Not if he's there. Aber das Handy haben wir es da trotzdem liegen lassen. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Na, folgt uns L jetzt? Dann können wir zusammen abhängen. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Ich glaube, Chloe wird das Auto jetzt zusammenbauen. Also nach und nach. Ich meine, es ist nämlich Auto gewesen. Ist cool, wie sie dann gekommen ist. Wenn es selbst zusammengebaut hat. This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Und ob wir eine finden? Ja. Sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ich meine jetzt hier tatsächlich den Cut. Also offensichtlich einen Cut. Den Rest mache ich, wie gesagt, spontan. Das wird jetzt, also ich werde es wie gesagt auch in zwei oder drei Abschnitten aufnehmen. Der ersten hat zwei gereicht. Mal sehen, ob mir zwei auch zwei reichen. Vielleicht mache ich drei. Schauen wir mal, jedenfalls bedanke ich mich jetzt recht hier fürs Zuschauen.
Lasst ein Like da, Comment da, wenn es euch gefallen hat. Und jedenfalls, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in 2 Tagen. Und bis dahin, ich bin raus, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.